Erstmal hallo an alle. Ne? Ja, bei Facebook, wo ich das Foto gepostet habe, danach, da kamen halt viele Nachrichten so. Ja, wie hast du das gemacht? Auch bei WhatsApp und sowas. Oder hier SMS haben auch ein paar geschrieben. Und bei Facebook haben sogar Leute geschrieben, die ich gar nicht kenne. Ne? Oder die ich hier gar nicht in der Liste habe. Ne? Keine Ahnung. Ja, und die haben halt. Oft ging es darum, ja, wie hast du das geschafft? Oder noch öfter war, ja, schick mir mal deine Ernährungs- und Trainingspläne. So, ne? Und jetzt will ich halt erklären, so ein bisschen, warum das nicht so zielführend ist. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Hier als allererstes steht hier Grüße an Felix, ne? Weiß Bescheid, Styler, danke. Ja, also gesundheitlich geht es mir aber auch im Moment nicht so gut, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, aber das ist eine andere Geschichte. Da ist was mit den Ärzten so. Aber es ist ein bisschen privat. Ich werde damit müssen wir ein bisschen klarkommen. Also ich fange an mit, ich werde über Training ein bisschen was erzählen, also wird ein bisschen länger das Video, ne? Also ich werde über Training was erzählen, dann über Ernährung und Diät, also wie ich es gemacht habe. Dann über Motivation, wie ich mich dazu motiviert habe, was ich habe hier auch so einen Text, vielleicht werde ich davon lesen ein bisschen. Das sind ein paar Sachen, die ich mir zusammengeklaut habe so, aber auch Sachen, die ich so selber entwickelt habe. Aber ich habe das alles so auf Englisch geschrieben. Ich werde das dann nachher einfach vorlesen. Auch ein bisschen länger und dann werde ich am Ende so ein bisschen was zu persönlicher Betreuung sagen, wer es wirklich ernst meint und so denkt, dass er persönliche Betreuung braucht. Okay, also ich komme jetzt zum Training, fange damit an. Das habe ich auch schon. Ja. Also beim Training, ich habe so gemacht, ich habe immer schwer, also mit schweren Gewichten trainiert. Das heißt, also ich habe mir nie so ein Ziel gesetzt, so ja, okay, ich mache 8 bis 12 Wiederholungen, ne, 4 Sätze, und dann immer so einen Plan gemacht. Also ich hatte keinen richtigen Plan, das war eher so Chaos bei mir, ne? Das war immer je nach Gefühl, wie fühle ich mich gerade, glaube ich Muskelkater, wo nicht, wie lange ist es her, dass ich den Muskel trainiert habe, und bla bla, ne? Also wichtig ist auf jeden Fall erstmal schwer trainieren, ne? Immer mit Intensität, schwere Gewichte, so. Bevor man mit schweren Gewichten trainieren kann, muss man aber gut die Technik drauf haben, also einigermaßen, wenn man schon, ich sag mal, wenn man so 2, 3 Monate schon trainiert hat, dann sollte man, also man sollte nicht unerfahren sein. Wenn man jetzt erst komplett neu anfängt mit Training, dann ist es vielleicht nicht so toll, wenn man direkt 100 Kilo Markbar oder Klimmzüge mit Zusatzgewicht oder sowas, ne? Das wäre dann vielleicht nicht so zielführend. Ja, erstmal an die Bewegung gewöhnen und die Bewegung lernen, so. Das ist für die, die komplett neu anfangen. Aber viele trainieren ja sowieso schon, sind in Fitnessstudio oder sowas, ne? Aber bei vielen ist auch so Chaos, wie bei mir, aber bei denen noch mehr als wie bei mir. Also viele sind so Disco-Pumper, sagt man, die so trainieren gehen, ne? Bei McFit immer oder so. Da machen die Brust, Bizeps. So, ja, was machst du morgen eigentlich? Ja, morgen Trizeps. Aber übermorgen, ja, Bizeps. Ja, und übermorgen, ja, Brust. Ja, und danach, ja, dann fange ich wieder an, Trizeps, Bizeps, Brust. So, Rücken wird nie gemacht, Beine sowieso nicht, weil die ja laufen gehen. Ja, also es ist wichtig, den ganzen Körper mit Gewichten zu trainieren. Ich habe Bauch, zum Beispiel habe ich vielleicht 2-mal die Woche trainiert, weil ich nie Bock drauf hatte. Wenn man die Grundübung macht, dann, ja, dann ist das schon, also wenn man schwere Grundübungen macht, wie Kreuzheben oder Kniebeuge, dann wird der Bauch schon richtig gut beansprucht. So. Und das ist dann auch das Funktionelle da. Also es ist besser, die Sachen funktional zu trainieren und nicht irgendwie isoliert, wie zum Beispiel der Beinstrecker. Ne, und dann, wenn man da 10 Sätze davon macht, ja klar, die Beine sind dann wie Pudding, ne? Wenn man da richtig schwer trainiert, aber wenn man die Beine
In der Kniebeuge zum Beispiel trainiere ich das einfach viel besser, weil das auch Gluteus, Bauch, ganze Stabilität, so Bein, Bizeps, Quadrizeps und Waden auch trainiert. Also wichtig sind halt die fünf die Grundübungen. Dazu zähle ich jetzt, Reihenfolge ist egal, Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken oder Schrägbankdrücken, ne, eins von beiden. Also ich mache lieber Schrägbank. Dann Klimmzüge, was noch? Schulterdrücken. Ja, das war's. Das ist alles, was mir jetzt einfällt. Die fünf Sachen, wenn man die gut drauf hat, dann ist man eigentlich in allen anderen Übungen auch relativ, ja, hat man relativ gute Leistungen. Es ist egal, welches Trainingssystem man macht. Hauptsache schwer. Ob man jetzt nach Volumen trainiert, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich mache 20 Sätze Brust oder sowas, oder das 5x5 oder 5-3-1 von Jim Wendler oder Dog Crab oder High Intensity Training oder was es nicht sonst alles für Trainingssysteme gibt. Man sucht sich einfach irgendeins aus, wo man denkt, so, ja, okay, das ist cool, das passt so zu mir, und das macht man dann auch. Oder man macht irgend so einen Mix aus allem. Hauptsache, man trainiert schwer mit Gewichten. Ja, wo kann man was dazu lesen? Die Leute, denen das alles nichts gesagt hat, dieses Volumen und was da 5x5 wird, das kann man alles lesen auf bambamscorner.de. Da stehen auch, da sind auch so Rezepte und so Ernährungstipps und sowas. Und die Trainingssysteme und so ein Übungsverzeichnis ist auch da. Also mit so animierten GIFs, animierte Bilder. Ja. Was noch? Also anstatt, ich bin nie, okay, wenn ich jetzt sage nie laufen, dann wäre das gelogen. Also ich habe kaum in der ganzen Zeit die paar Mal, die ich laufen war, die kann ich an einer Hand abzählen, so. Und das meiste war dienstlich, ne? Also OSH-Strecke oder sowas, ne? Wegen OSH-Lauf, gar keinen Bock drauf gehabt. Wenn ich laufen gegangen bin, dann vielleicht ein-, zweimal die Woche, aber dann auch High-Intensity-Intervalltraining, also Sprints. Zum Beispiel zweimal 400 Meter sprinten, dazwischen eine Minute Pause, dann dreimal 200 Meter, dazwischen 30 Sekunden Pause, also wirklich richtige Pause. Dann viermal 100 Meter Sprint, keine Pause, also die Pause ist dann immer nur zurückgehen, und dann fünfmal 50 Meter Sprint. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Ich hab auch viele andere gehabt, wo man zum Beispiel 30 Sekunden Sprint, eine Minute gehen oder in 4 Minuten Training so, wo man 20 Sekunden sprintet und 10 Sekunden geht und das 4 Minuten lang. Dann nach Runde 3 hat man keinen Bock mehr, aber man muss halt 8 Runden machen, bis die 4 Minuten voll sind. Ne? Oder halt, wer gar nicht laufen geht, der macht halt Rudern oder sowas, diese Ruder-Ergo. Also es geht. Oder macht Seilspringen richtig schnell. Ich habe auch oft so Seilzirkel gemacht. Also zum Beispiel Liegestütz, dann Seilspringen, Double Unders und sowas. Also ich habe es versucht zu lernen. Oder auf der Stelle sprinten mit dem Seil und danach irgendwie Burpees gemacht. Es geht eigentlich immer nur so in Intensität. Also wenn keine Trainingsintensität da ist, dann ja, dann finde ich, braucht man das gar nicht zu machen, so mäßig. Ja, man kann das, wem das Spaß macht, ne, laufen, normal, so eine Stunde laufen, eineinhalb Stunden laufen, der soll das ruhig weitermachen, ne? Aber ich habe es halt nicht so gemacht, weil ich hasse Laufen. Ich hasse es einfach, ich kann das nicht. Nach 400 Metern brennen mir schon die Beine, ne? Das ist alles, so. Also, wie gesagt, bei mir war es halt so, ich habe schwer trainiert und nebenbei habe ich, also was heißt nebenbei, so CrossFit gemacht, wenn man das so nennen kann, überhaupt. Was ist CrossFit? Das habe ich von Felix gelernt. Es gibt da drei Säulen, die man versuchen muss, alle so gut abzudecken, so. Erste ist Skills, also zu Skills zählt man Sachen wie so bestimmte Techniken, zum Beispiel mit dem Seil, Double Unders. Oder hier über Kreuz und sowas. Oder bestimmte andere Sachen wie
Handstand Push-Up, also Handstand-Liegestütze. Oder Muscle-Ups, so Klimmzüge, wo man dann aber oben noch dippt, also in einem hoch und dann dippen. Oder Toes-to-Bars, wo man wo man hängt beim Klimmzug-Ding. Und dann berührt man mit den Füßen halt die Stange. Das sind also Skills. So. Dann Strength und Power, also Kraft und explosive Kraft. Das ist halt das normale Gewichttraining, wo man halt entweder richtig schwer trainiert oder wo man auch mal gern so mehr Wiederholungen macht. Alles mixen immer. Und das dritte ist dann Metcon, also Metabolic Conditioning. Das ist dann, wo man alles zusammen mixt. Also ein Beispiel jetzt, man geht auf die Laufstrecke, nimmt ein Seil mit oder ein Gewicht, je nachdem, oder man braucht eigentlich auch gar nichts mitzunehmen. Dann läuft man zum Beispiel 400 Meter, macht dann 10, 20 Burpees und dann springt man ein Seil, macht man 200 Mal springen einfach. Und dann läuft man halt nochmal 400 Meter, dann nochmal die Burpees, dann nochmal Seil und davon zum Beispiel 5 Runden. Und das versucht man dann so schnell wie möglich zu machen, ohne die Technik zu verkacken so. Also man muss schon noch sauber dabei bleiben, aber versuchen immer noch so schnell wie möglich durchzukommen. Es geht darum immer, dass man sich die Zeiten immer aufschreibt und dass man versucht jedes Mal besser zu werden. Also man sollte versuchen, seine Zeit immer zu schlagen von Mal zu Mal. Ich weiß, das geht nicht immer. Mal hat man so einen Scheißtag, aber man sollte versuchen, immer, ja, sich zu verbessern. Auch beim Krafttraining. So, wenn man zum Beispiel, die Klimmzüge ist jetzt vielleicht ein großes Beispiel, wenn man abnimmt, also weniger wiegt, dann ist die Übung auch leichter. Aber man muss versuchen, zum Beispiel, wenn ich beim letzten Mal 3 Sätze gemacht habe mit Zusatzgewicht, 10 Wiederholungen, ne, dann versuche ich mit demselben Zusatzgewicht das nächste Mal bei 3 Sätzen, zum Beispiel bei 12 Wiederholungen oder sowas. Und wenn ich das nicht schaffe, dann, ja, dann einfach nochmal weiter gucken oder eine andere Übung machen. Langhantelrudern ist auch gut für die Oma. Ja. Was noch? Also ich habe mir sonntags dann immer so einen Wochenplan aufgestellt, den ich versucht habe, so gut es ging, zu befolgen. So, ich habe mir mal sonntags, habe ich mich immer hingesetzt, ja, wie fühle ich mich gerade? Was habe ich die letzten Tage gemacht? Und dann habe ich immer aufgestellt, zum Beispiel habe ich geschrieben. Ich habe den schon mal. Ja, genau. Ich habe versucht immer, den so gut es ging zu befolgen. Weil wenn man sich scheiße fühlt an einem Tag und da aber das übertriebene Training hat, zum Beispiel morgens irgendwie Bauch trainieren, dann in der Mittagspause mit Gewichten trainieren und dann abends noch so ein Metcon zu machen. Ne, aber man wacht müde auf, ist den ganzen Tag scheiß drauf, ne, und hat überall Muskelkater und keinen Bock, dann sollte man das vielleicht verschieben auf den nächsten. So. Aber da auch nie, da muss man ehrlich zu sich sein und sich nicht selbst belügen. So. Nur weil ich ein bisschen Muskelkater in den Beinen habe, heißt es ja nicht, dass ich jetzt ja, komplett aufs Beintraining verzichte. So. Also ich habe hier jetzt so einen Plan. Ne, ich habe mir das immer so aufgeschrieben. Zum Beispiel Montag Rücken, Dienstag Beine und Metcon. Dann am Mittwoch Bauch und Metcon, Donnerstag dann frei, Freitag Schultern, Brust und Metcon, am Samstag Rücken, Beinbizeps und Metcon, und Sonntag dann Bauch und ja, so leichtes Seilspringen. Dazu habe ich mir dann immer hingeschrieben, wo ich High Carb Tage, High Carb und so, das erzähle ich dann gleich bei der Ernährung. Ja. Wie gesagt, wenn man das eben nicht schafft, den Plan 100% zu befolgen, dann ersetzt man das halt. Oder holt das nach, oder der Mensch ist keine Maschine, so, ne? Nur weil das auf dem Plan steht, muss man das nicht unbedingt machen. So. Ja. Wie gesagt, es geht darum, Intensität ist alles, ne? Also wenn ich nicht komplett den Arsch aufreiß, dann macht was falsch, ne? Also man muss versuchen, wirklich sich zu verbessern immer.
Ja, es gibt halt Tage, wo man richtig intensiv trainiert, aber man darf auch diese weniger intensiven Sachen nicht vergessen. Zum Beispiel, wenn ich an einem Tag morgens kann man zum Beispiel eigentlich relativ ohne Intensität, also auf leeren Magen zum Beispiel, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Einfach so leichtes Seilspringen oder so, das kann man auch gerne. Hauptsache man betätigt sich irgendwie sportlich. Man muss auch nicht jeden Tag was machen. Man muss auch nicht öfter am Tag machen, also es kommt darauf an, wie man Zeit hat. Ich habe zum Beispiel, wo ich an der USH jetzt war, ich war ja auf dem OL2, ich habe halt geguckt, wie ist der Dienstplan so. Und da habe ich mir gedacht, so manchmal, ja, was stand auf meinem Plan, da stand zum Beispiel Gewichttraining. Da habe ich gesehen, so, oh, scheiße, wir gehen ja heute laufen. So. Das passt mir gar nicht, ne? Und laufen schwänzen geht auch nicht, ne? Das hieß dann, also zum Beispiel, wir sind dann nachmittags laufen gegangen und danach hatten wir noch Abendprogramm. Das heißt, selbst wenn ich laufen gegangen wäre, könnte ich abends nicht nochmal in den Kraftraum gehen. Was habe ich gemacht? Dann bin ich halt in der NATO-Pause gegangen, so. Oder in der Mittagspause bin ich halt trainieren gegangen, schnell. Habe ich dann halt das Training ein bisschen umgeschrieben, so, ja, dass es ein bisschen intensiver ist, dass ich in der kurzen Zeit ein bisschen mehr schaffe, aber halt mit Gewichten. Und dann halt den Rest so angepasst. Da habe ich mich nicht komplett vernichtet dann mittags, ne? Sondern da habe ich dann, weil ich wusste ja, später ist dann Laufen, habe ich es halt so angepasst. Ne? Also es kommt drauf an. Man muss aber auch immer ehrlich zu sich sein. Also ich hatte nie ein Problem mit öfter am Tag zu trainieren. Man muss, wie gesagt, so auf seinen Körper hören. Wenn man zum Beispiel irgendwas draufstehen hatte, wie ein Beintraining jetzt und danach zum Beispiel 20 Minuten Fahrrad fahren oder sowas im Studio, man hat gar keinen Bock mehr. Man hat so Beine trainiert 2 Stunden oder 3 Stunden oder was weiß ich, ne? Und dann noch so, boah, jetzt noch 20 Minuten Fahrrad, meine Beine sind wie Pudding oder Gelee oder so, ne? Dann kann man auch spazieren gehen stattdessen. Zum Beispiel, ich war mal bei McFit so, wo ich in Dresden war, im April oder so, ne? Da habe ich halt, hatte ich den übertriebenen Plan aufgeschrieben, wo ich wusste so, boah, ne, das schaffst du. Habe ich trotzdem geschafft, habe ich durchgezogen, ne? Das waren irgendwie 40 Sätze oder so Beine, also Arbeitssätze, ne? Richtig schwer. Also schwere Kniebeuge und so und Hackenschmidt und was weiß ich was für meinen Bizeps noch mit Kreuzheben und alles Mögliche, ne? Aber ich stand am Ende noch 20 Minuten Fahrrad. Ne, dann dachte ich so, boah, ich war jetzt hier schon so lange, ne? Jetzt noch Fahrrad fahren, ey, kein Bock. Und dann bin ich halt mit dem Rucksack, wo ich 10 Kilo ungefähr drin hatte, also Wasser, ich habe immer voll viel Wasser mitgenommen. Dann bin ich halt mit dem 8 Kilometer zurückgelatscht, so. Zu Fuß. Ja, das war halt nicht so anstrengend, ne? Und ich habe ein bisschen was von Dresden so gesehen. So mit MP3-Player und so, sonst kann man. So kann man es halt auch machen. Hauptsache, man schreibt sich das dann auf, was man an den Tagen gemacht hat. Ich habe mir zum Beispiel mal so Logs aufgeschrieben, was ich an welchen Tagen gemacht habe. Ja, und es gibt auch, wie gesagt, ich hatte kein Problem, so auch mal öfter am Tag zu trainieren. Zwei, dreimal. Kann man ruhig machen. Je nachdem, wie man Zeit hat. Man kann auch die drei Sachen direkt hintereinander machen, die man sich aufgeschrieben hat. Und zum Beispiel das Gewichttraining, das Ausdauertraining und vielleicht noch ein Bauchtraining oder so, direkt alles hintereinander. Man kann auch zweimal am Tag, zum Beispiel morgens und dann abends nochmal in den Kraftraum gehen. So kann man es ja auch machen. Wichtig ist, dass man die großen, also ich habe so gemacht, dass ich die großen Muskelgruppen, das heißt Rücken, Brust und Beine, also vorwiegend Rücken und Beine, habe ich öfter die Woche trainiert. Also habe ich Rücken habe ich zum Beispiel anfangs zweimal die Woche gemacht, Beine auch. Und das war nicht immer dasselbe Training, das habe ich dann mal ein bisschen geändert. Zum Beispiel bei Rücken war an einem Tag Fokus auf oberen Rücken, so, also Klimmzüge und Überzüge und sowas. Und am anderen Rückentag war halt Kreuz, also Unterrücken, Kreuzheben und Rudern so zur Hüfte. Das waren halt so die großen Übungen. Oder hier Hyper Extensions. Oder bei Beinen, bei dem einen Training habe ich halt Kniebeuge, also Quadrizeps Fokus und bei dem anderen dann Beinbizeps Fokus. Oder bei dem an dem einen Tag halt
Ja, wie gesagt, man kann das immer umstellen, wie man möchte. Okay, das war schon so zum Training. Da brauche ich auch nicht jetzt näher darauf einzugehen. Ich komme jetzt zur Ernährung. Wie schnell will man wie viel abnehmen? Also ich wollte so viel es ging, so schnell es ging, ohne viel Muskeln zu opfern. So. Passiert trotzdem. Aber ich hatte zum Beispiel 2 Kilo die Woche. Also das sind bei mir war es minus, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien ich im Defizit war, so, aber 1 Kilogramm Körperfett ist 7000 Kilokalorien. Das heißt, 2 Kilo Fett sind 14.000 Kilokalorien, die ich pro Woche im Defizit haben muss. Also das heißt, ich musste pro Woche sozusagen 14.000 Kalorien verbrennen. Ja, das kann man entweder durch Training machen oder durch Ernährung oder durch beides kombiniert. Ne? Und 14.000, das ist schon eine Menge. So, ne? Ja. Wie habe ich es gemacht? Wie war meine Diät? Also, wem es was sagt, ich hatte so Low-Carb-Diät, aber es gab Tage, wo ich mehr Kohlenhydrate gegessen habe. Das heißt, ich habe Carb-Cycling gemacht. Das heißt, es gibt Tage, wo Low-Carb ist und dann gibt es so einen High-Carb-Tag. High-Carb-Tage gab es bei mir, also wo ich viele Kohlenhydrate gegessen habe, gab es zwei Stück die Woche, beziehungsweise je nachdem, wie die Woche aussah, wieder. Je nachdem, was für ein Training war und so. Und jo. Normalerweise habe ich, glaube ich, 1500 Kalorien oder so gegessen und an High-Carb-Tagen war es eigentlich egal. Da habe ich so viel gegessen, wie ich, bis ich satt war. Also ich habe eigentlich immer, ich war eigentlich nie gehungert. So, also man kann, wenn man es schlau macht, hungert man in der Diät nicht. Also man kann zum Beispiel 300 Gramm Gemüse in 1 Liter Wasser machen und dann 200 Gramm Fisch rein. Pangasius zum Beispiel. Und dann hat man so ein 300 Kalorien, eine 300 Kalorien Mahlzeit. 1 Kilo Suppe. Ja, nee, mehr sogar. Ist ja, wenn man alles zusammen 1 Liter Wasser, 300 Gramm Gemüse und dann noch den Fisch, da macht man Gewürz und alles rein. Ja, dann wird man auch schon gut satt. Ich glaube, das sind dann insgesamt so 1,5 Liter allein vom Volumen. Wenn man das dann isst, da braucht man auch eine Zeit, bis man 1,5 Liter Suppe gelöffelt hat, ist man auch schon satt. Am Ende, ich hatte schon gar keinen Bock mehr drauf, das alles zu essen, aber irgendwie, man muss was essen. Ne? Also das ist wichtig, öfter am Tag zu essen. Eine Diät muss auch nicht fad sein, das haben wir so aufgeschrieben. Also das heißt nicht hier, wie man oft so, wenn man YouTube was eingibt, ja, Bodybuilder oder allgemein Sportler-Diät, die muss fad sein. Das ist Reis und Pute, ohne Öl, ohne Salz. Nee, das muss nicht sein. Salz ist ziemlich wichtig sogar. Also, man kann ruhig Gewürze benutzen und alles mögliche. Also ich hatte zum Beispiel ich habe 5 bis 6 Mal, manchmal auch 7 Mal am Tag gegessen. Je nachdem, so. Wenn ich Hunger hatte, habe ich gegessen. So einfach ist das. Wer Hunger hat, der isst. So. Das ist ein Ohrenzeichen. Wenn der Magen knurrt, ne, dann muss man essen. Ganz einfach. Aber da auch ehrlich zu sich sein. Nicht so, okay, da ist Schokokuchen, hier wird's Bock drauf. Ne? Sondern wirklich nur dann, auch dann essen, wenn man Hunger hat. Ich habe, ja, wie gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich habe 5 bis 6 Mal gegessen, so, das war die Regel. In der Regel habe ich 5 bis 6 Mal gegessen und das waren jeweils so 300 Kalorien, also 1500 ungefähr. Also ich habe immer grob zusammengerechnet. Zum Beispiel ein Ei hatte 100 Kalorien, also ein Vollei. Oder ein Ei klar hat 16 oder 20 Kalorien oder so. Und da habe ich mir das immer zusammengerechnet. Oder hier 100 Gramm Suppengemüse von Edeka oder Netto, ne? Keine Ahnung, wo man das am besten kaufen sollte. Also 100 Gramm hatte irgendwie 33 Kalorien oder so. Ich habe es immer noch im Kopf. Einfach weil ich es zu oft gelesen habe. Ja, was kann man essen? Also man kann viel essen. Also ich habe aber gegessen hauptsächlich Eier. Beziehungsweise Ei klar, das davon ein mehr. Magerquark, Fisch,
Also mageren Fisch, am besten noch Pangasius oder Rotbarsch oder Tilapia, Buntbarsch. Fleisch, also dazu gehört Pute, Hähnchen, ab und zu auch so Döner und so, aber dazu erzähle ich später was. Soja kann man auch essen, also diese Tofu-Dinger, aber die sind relativ fettig, muss man aufpassen. Gemüse, vor allem dunkelgrünes Gemüse, also Spinat, Brokkoli und sowas. Bohnen, Erbsen ein bisschen. Karotten, wer aus Hamburg noch weiß, ne, wohl eben, war der Karottenmaster. Nüsse, also Walnüsse oder Paranüsse, Macadam, also die Nüsse, worauf man Bock hat, aber da auch auf die Menge aufpassen. Also 100 Gramm haben irgendwie 600 Kalorien oder so. Und die machen auch nicht so satt, aber die sind wichtig, die sind gute Fette drin. Genauso wie Leinsamen, da sind gut viel Ballaststoffe drin und auch viel gute Omega-Fettsäuren so. Joghurt kann man auch essen. Mild oder mager, je nachdem. Also mild und mager, da ist von der Gesamtkalorienanzahl nicht viel Unterschied. Bei dem einen ist halt mehr Zucker und bei dem anderen ein bisschen mehr Fett. Gemüsekonserven, also zum Beispiel hier Erbsen und Möhrchen oder Prinzessbohnen oder sowas. Die machen gut satt und die haben auf 100 Gramm irgendwie nur 26 Kalorien oder so. Prinzessbohnen zumindest. China-Gemüse habe ich auch oft gegessen. Ja, diese Mungbohnenkeime mit diesen Shiitake-Pilzen und was ist da. Und hier diese Bambussprossen sozusagen. Das ist so ein Mixgemüse. Bei Netto gibt es das für 80 Cent oder so. 175 Gramm. Oder 90 Cent, weiß gar nicht mehr. Ja. Gemüsesuppe. Jo, und zum Verfeiner, ich habe dann halt immer zum Beispiel Sambal Oelek benutzt, ne? Oder Gewürze, so da alles mögliche. Also viel Chilis, also ich habe viel Scharfes gegessen, weil ich einfach, ich mag scharf essen. Und ich habe auch Low Carb Produkte, so die kann man im Internet bestellen. Zum Beispiel irgendwie kalorienfreier Sirup gibt es von Walden Farms oder irgend so ein Schokodip von Walden Farms, der hat irgendwie 3 Kalorien oder so pro 30 Gramm. Also. Und das schmeckt auch relativ gut. So. Schmeckt nicht, ist halt nicht echt das Schoko so, aber besser das Löffeln so ein bisschen und was Süßes im Mund gehabt zu haben, anstatt jetzt eine Tafel Schokolade 100 Gramm zu essen und sich danach selbst Vorwürfe zu machen, warum habe ich jetzt die 600 Kalorien gegessen? Die Ziel nicht erreicht, mein Spaß. Ja, und es ist halt auch wichtig, verschieden zu essen. Also nicht jeden Tag so ein Ernährungsplan. Ja, okay, bei mir steht Haferflocken morgens, dann Proteinshake, dann nachmittags Pute und Reis, dann noch mehr Pute und Reis, dann nochmal hier, was weiß ich was, ne, dann Suppe oder so. Sondern man kann ruhig rumexperimentieren so. Und manchmal findet man auch neue Gerichte, so beim Einkaufen zum Beispiel, ich habe immer genau geguckt, so, oh, was könnte ich essen, so, da habe ich ein paar Sachen gefunden, zum Beispiel Körniger Frischkäse oder sowas, oh, das hat ja nur 140 Kalorien auf 200 Gramm oder so, kann man ja mixen vielleicht mit einer Putenbrust zu 100 Gramm, und da habe ich auch schon, was weiß ich, da habe ich 240 Kalorien, da kann ich noch ein bisschen Gemüse reinmachen und dann bin ich auf meine 300 gekommen. Ja, und hatte dann halt 300 Gramm so. Von Körniger Frischkäse und Pute oder Hähnchen und dann also diese Aufschnitte meine ich und dann noch halt das Gemüse und das macht auch schon gut satt, so das kann man zum Beispiel abends essen. Da einfach rumprobieren. Ja, beim Einkaufen halt richtig hinschauen und so, ne? Wie habe ich das gemacht? Also ich habe alles, das ist kein Scherz jetzt. Ich habe alles im Wasserkocher gemacht. Das heißt, meine Suppen, Reis, wenn ich gegessen habe, Süßkartoffeln, Fleisch, Fisch, Eier. Ich habe alles im Wasserkocher gemacht. Alles. Also, ich hatte keine Kochplatte oder sowas. Ich hatte nur in Dresden auf Stube, ne? Ich hatte nur meinen scheiß Wasserkocher. Darin habe ich alles gemacht. Oder viel auch so kalt gegessen, so aus dem Kühlschrank geholt, ne? Und dann so gegessen. Oder halt aus der Konserve. Wenn man Gewürze macht und so, wenn man das geschickt anstellt, dann schmeckt das sogar richtig gut. Ja.
Was ist noch wichtig? Also sehr viel trinken. Also ich habe zumindest zu jeder Mahlzeit so mindestens 1 Liter Wasser getrunken. Manchmal auch mehr, so 1,5 Liter. Und da muss man einfach gehen nach Körpergewicht. Also ich meine wirklich Wasser trinken, ne? Also nicht irgendwie Cola oder so, ne? Keine Softdrinks und so. Auch nicht diese Wasser mit Geschmack, wo da 2 Gramm Zucker oder so ist. Oder diese Diät-Dinger hier. Ich hatte zum Beispiel Cola Zero oder sowas, ne? Oder Cola Light, je nachdem, was man mag. Hatte ich vielleicht einmal die Woche oder so. Ja, nicht weil das so schlecht ist. Okay, Süßstoff und so ist ja drin, das soll ja ganz schädlich sein angeblich. Sondern weil ich davon übelste Gase bekommen habe. Darum habe ich das nur einmal die Woche gehabt. Und weil ich das sofort weg inhaliert habe. So die 2 Liter waren sofort weg, ne? Weil das halt Wasser mit Geschmack war. Ne? Also bei mir ist ein bisschen verrückt, ja. Egal, also. So 6 bis 10 Liter Wasser pro Tag war bei mir so die Regel. Ja, da geht man natürlich oft aufs Klo, ne? Ja. Was noch? Was ist noch wichtig? Also Vitamine ist wichtig, gerade wenn man viel trinkt und viel Sport macht, so, dann hat man erhöhten Bedarf an Vitaminen und so. Ja, und auch Salze und so. Also wer viel trinkt, der spült auch viel wieder aus. So. Viel Überflüssiges auch. Und deswegen muss man immer. Mikro, ja. Also wer viel Wasser trinkt, der sollte auch ein bisschen mehr Vitamine und so nehmen. Das heißt, die Vitamintablette morgens oder abends zusätzlich. Ja. Was noch? Wer keinen Bock hat auf Wasser trinken, der kann sich auch viel Tee machen. So. Ich habe zum Beispiel viel zu viel Kaffee getrunken. Viel zu viel, richtiger Kaffeesüchtling geworden, immer noch. Wichtig dabei ist, so grüner, ich habe also kaum Früchtetee getrunken, so, weil ich mag das eigentlich so. Und keinen Zucker reinmachen, wenn es sein muss, ne, Süßstoff, aber sonst versuchen den immer bitter zu trinken. Grüner Tee ist richtig gut, so Ingwer, Zitronentee, das ist gut. Ja, schwarzer Tee kann man auch trinken. Das ist so, was ich getrunken habe. Hier die Blätter, damit ich nichts vergesse. Ja, aber ich vergesse eben schon bei mir. Ja, hier Nahrungsergänzungsmittel. Hier stehen. Ich habe kaum welche benutzt. Also das Einzige, was ich benutzt habe, waren Multivitamin-Tabletten so. Animal Pack, wenn das was sagt. Und hier von Peak, A bis Z. Und manchmal hier von, ja, hier bei Medica oder so gibt es so hier diese Vitamintabletten, die man ins Wasser macht. Aber das habe ich nur wegen Geschmack gekauft. Ja, was noch? BCAAs habe ich ab und zu ge gegessen, so vom Training, während Training, nach dem Training so. Und Proteinshakes. Aber die Proteinshakes habe ich mir nur gemacht. Wegen dem Geschmack immer. Wenn ich Bock hatte auf Schoko, dann habe ich mir halt so einen Schokoshake gemacht oder so. Ich habe immer viel lieber was Festes gegessen, weil das einen einfach viel mehr sättigt. So. Auch nach dem Training. Manche sagen so, ja, nach dem Training muss man Whey-Isolat und Maltodextrin 40 Gramm und hier 30 Gramm Whey-Isolat und dann auch 40 Gramm Maltodextrin. Dann eine Stunde später eine Frucht mit Whey-Protein, damit das hier optimal wieder Muskelaufbau ist und sowas. Also ich habe da nicht so sehr drauf geachtet. Wie gesagt, ich habe ab und zu halt Proteinshake. Wenn ich halt Bock hatte auf Pudding oder so, ne? Dann habe ich halt ein bisschen härter trainiert, dann habe ich nach dem Training Pudding gegessen. So einfach, so Milchreis oder sowas. Oder hier, wenn ich Bock hatte, irgendwo ins Café zu gehen und da ich bei Käsekuchen oder sowas gesehen, da habe ich so, boah, den will ich mir verdienen heute, ne? Dann bin ich halt Training gegangen, habe richtig krass trainiert so. Dann habe ich ein bisschen BCAAs gegessen, also für Proteine. So ein Esslöffel oder so, also 10 Gramm. Und dann bin ich halt mit einem Kollegen, also mit Felix zum Beispiel, sind wir dann zu Starbucks gegangen, haben einen Cheesecake geholt. Ne? Ich habe es immer noch in Erinnerung, weil ich das nicht so oft gemacht habe. Ja, wie gesagt, Proteinshakes hatte ich dann oft auch gemixt. Proteinpulver mit Joghurt oder so. Das habe ich dann
Ja, das ist dann wie so ein Dessert, richtig. Ne? Also schmeckt richtig gut dann, so Schokopudding-mäßig schmeckt das. Ist halt kein richtiger, ist so eine Art gesunder Schokopudding. Ne? Oder man kann es auch in Magerquark reinmachen oder sowas. Oder die ganzen Low Carb Sirup, das sind so Low Carb Produkte, das sind so zum Verfeinern oder süßen, ein bisschen teurer. Ne? Aber die kann man zum Beispiel in Magerquark reinmachen, da schmeckt Magerquark nicht mehr so widerlich. Also irgendwann hatte ich Magerquark pur, habe ich irgendwann Kotzreiz bekommen, so. Wenn ich das schon gerochen habe, ne, dann ging es mir schon übel, ne? Ja, da habe ich einfach hier Low Carb Sirup reingemacht, so einen Teelöffel, dann gemixt, zum Beispiel Blaubeergeschmack oder was hatte ich noch? Ich hatte Sauerkirschgeschmack, dann hat das geschmeckt wie so ein Sauerkirschpudding, ne? Und das hat halt nicht so viel Zucker. Halt nur den Milchzucker vom Magerquark. So. Genau, hier Gewürze, Süßstoff, Sambalölek, Low Calorie, Dressings. Ja, man kann auch Salate essen, man kann auch Dressings reinmachen. Darauf achten, dass da halt nicht so viel Fett drin ist und dass es halt im Großen und Ganzen halt mit reinpasst. Ja, man kann sich auch zum Beispiel mit Zitrone ausdrücken oder hier ein bisschen Balsamico reinmachen. Oder Salat auch pur. Ich habe oft Salat einfach so gegessen, ein paar Gewürze reingemacht, so Salz und Pfeffer und das Wasser habe ich mir einfach so reingeschoben. Ja, was noch? Ja, genau, Obst. Obst habe ich kaum gegessen. Also, wenn dann nach dem Training oder halt morgens. Also ich mag Obst nicht so. Also ich habe, wenn dann auch nur Bananen gegessen, Apfel ab und zu so, Kiwi vielleicht, was noch? Ja, keine Ahnung, ich kann mich gar nicht erinnern. Also es kommt auf Person selbst an. Ich habe kaum Obst gegessen. Dabei ist halt wichtig Nährstofftiming. Ne? Wenn man kurz bevor man pennen geht, also wenn man nicht trainiert hat, kurz bevor man pennen geht, wenn man sich da so eine Obstschale reinhaut, ne, mit hier eine Banane, zwei Äpfel und ein paar Orangen noch, das ist ja voll die Zuckerbombe, so mäßig. Auch wenn der glykämische Index von den Sachen nicht immer so hoch ist, das ist, weil da Ballaststoffe drin sind, das verlangsamt, aber da ist halt Fructose drin, ne, und da geht halt der Blutzucker hoch, und wenn man dann pennen geht, was passiert so, der Blutzucker ist halt so hoch, ja, das Zucker ist im Blut, wird gerade gar nicht gebraucht, ne, wird halt der Zucker umgewandelt so in Fett und wird dann eingespeichert. Das war ein bisschen hier Bro Science. Hier ein bisschen möchte gern Ernährungstipps. Ja, was habe ich noch? Hier habe ich aufgeschrieben. Cheats. Also Schummeln ist erlaubt. Ne? Ob das ein Muss ist, muss jeder selbst wissen. Ne? Ich habe zum Beispiel zweimal die Woche gecheatet. Und ich habe trotzdem 2 Kilo pro Woche so abgenommen. Es kommt darauf an, wie man das legt so und man muss aufs Maß achten. Ich bin oft so auch hier mit Felix so wie Restaurant einen Döner ge essen gegangen oder so ins normale Restaurant gegangen, haben so Rindersteak, so einen Salat bestellt oder so Büffelmozzarella, so 50% Fett. Man muss halt den Rest, den man am Tag isst, ne, muss man darauf anpassen. So. Man kann nicht jetzt hier 5 Mahlzeiten essen und dann noch Döner essen gehen, so, ne? Sondern man muss dann den Rest anpassen. Zum Beispiel, ja, ich weiß heute, und man sollte das planen, so, wann man was macht. Ja, das ist auch wichtig, damit man was hat, worauf man sich die Woche freuen kann. Zum Beispiel, ich habe mit meinen Freunden geplant, jetzt so am Samstag wollen wir ins Kino gehen und danach wollen wir vielleicht was essen oder so, ne? Und da hat man keinen Bock, so sein eigenes Essen mitzunehmen dann. Sondern man will mit denen halt ins Restaurant gehen, dann informiert man sich schon vorab. Ne, was es so zu essen gibt dort. Und dann holt man sich halt so einen Salat, ne, wo halt Hähnchen mit drin ist. Und dann sagt man halt so, ja, ohne Käse bitte. Oder ohne Dressing. Oder hier Balsamico-Dressing. Und wenn die Freunde einen auslachen, dann scheiß drauf. Ne. Die werden sagen so, machst du ja noch gesund oder was? Isst doch Pizza und so. Da nicht verlocken lassen. Ne. Oder wenn man Pizza unbedingt essen will, dann vorher Sport machen. Oder den ganzen Tag immer so ein. Den Rest anpassen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ja, Döner-Teller ohne Reis bestellen oder ohne Fladenbrot oder ohne Soßen bestellen, dann hat das vielleicht 600 Kalorien oder so, keine Ahnung. Dann isst man halt
nur drei Mahlzeiten am Tag und dann diesen Döner noch dazu. Oder nach dem Training, anstatt diese 40 Gramm Maltodextrin oder zwei Obstdinger oder sonst was, isst man halt einen Pudding so. Oder irgend so ein Dessert, worauf man Bock hat. Ne? Der Mensch ist keine Maschine, so. Das ist auch wichtig für die Psyche, dass man solche Schummeldinger macht. Weil, aber wichtig ist halt, dass man sich das plant. Ne? Dass man was hat, worauf man sich freuen kann. Man darf sich, wie gesagt, nicht selbst belügen. So. Ich sage so, ja, eigentlich ist das morgen, aber das kann ich ja vorziehen. So, ne? Das wird schon kein Problem sein. Da auch ein bisschen streng sein mit sich und nie übertreiben. Maß kennen, ne? Das ist wichtig, sein Maß kennen. Ja, im Voraus planen, ne? Das ist wichtig. Hier so ein Sprichwort: proper preparation prevents poor performance. Das heißt, vorher alles vorbereiten und Gedanken machen. Zum Beispiel hier jetzt in Hannover auf Arbeit, ne? Da weiß ich halt, da kann ich nicht kochen. Da muss ich immer einen Tag vor oder die Sonntags habe ich zum Beispiel dann für die ganze Woche halt vorbereitet, was ich wann esse auf der Arbeit. Da nehme ich mir zum Beispiel mit so 200 Gramm Pute koche ich mir dann und dann mit Gemüse und dann packe ich das in Tupper und nehme das mit. Und dazu zweite Mahlzeit, die ich dann auf Arbeit esse, ist zum Beispiel so Joghurt mit Proteinpulver oder sowas. Oder hier, ich packe mir halt mehr Fleisch mit. So 400 Gramm Hähnchen und 600 Gramm Gemüse oder so. Und das nehme ich mir dann mit. Oder wenn ich High Carb Tag habe, dann nehme ich mir so einen Beutel Reis mit und esse den dann mit was weiß ich. Also es ist wichtig, im Voraus zu planen. Es geht darum, dass man selber seine Umwelt kontrolliert und nicht von der Umwelt kontrolliert wird. So, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Es gibt immer einen Weg. So. Man muss nur den Weg finden. Man muss genug wollen. Ja. Ja, wenn man eine Diät macht, heißt das nicht unbedingt, dass man sich sozial isolieren muss. Ja, okay, ich mache jetzt hier 8 Wochen lang mein eigenes Gefängnis. Ich werde mich vorher nirgends so blicken lassen. Diät bedeutet nicht unbedingt soziale Isolation. So. Man kann immer noch was mit Freunden unternehmen, man kann immer noch Restaurants essen, man muss halt den Rest darauf anpassen. Solange keiner einen Bodybuilding-Wettkampf oder sowas machen will, sondern einfach nur sein Ziel erreichen, sein wöchentliches oder monatliches Ziel, dann ist das gar kein Ding. So. Das ist gar kein Problem. Das ist immer, wie gesagt, man muss aufs Maß achten und im Voraus planen so, und den Rest darauf anpassen. Ja. Oder man kann auch mit den Freunden sich irgendwo treffen und dann irgendwo essen gehen, dann wenn die ins Café gehen und die holen sich alle Kuchen und so, ne, dann bestellt man sich halt einen Kaffee, aber mit Süßstoff. So. Oder Kaffee mit fettarmer Milch. Oder Cola Zero oder Salat ohne Käse mit Balsamico Dressing. Jetzt habe ich aber, glaube ich, schon gesagt. Ne? Ja. Sobald man aber eine Entscheidung macht, zum Beispiel jetzt gegen den Plan zu gehen, zum Beispiel, boah, ich sehe gerade diesen Kuchen, ey, ich habe so Bock drauf, ey, scheiß auf Diät, scheiß auf Diät. Sobald man diese Entscheidung trifft, das ist nicht nur zu kurz kommt von seinen Zielen, das ist, ja, das hat schon so eine Art Selbstzerstörung, so. Das ist schon so eine Art Selbstzerstörung, bin ich der Meinung, wenn man das macht. Weil, ja. Ich kann es einfach nicht so richtig erklären. Ja. Man darf das niemals rechtfertigen, warum man jetzt hier Kaffee mit Süßstoff nimmt. So, wenn die Freunde fragen, hey, machst du hier Diät oder was? Willst du Model werden oder was? Ne? Wenn die so abfällig schon reden. Das hat auch viel mit Neid so zu tun, weil die halt nicht die Kraft haben, sowas durchzuziehen. Dann sehen die einen. Also ich sage jetzt nicht, dass alle um mich herum jetzt voll neidisch waren und was weiß ich, ne? Es gab vielleicht ein paar Neider so, aber darauf muss man nicht so achten, sondern einfach sein eigenes Ding durchziehen. Aber wenn die Freunde wirklich nerven, ne, mit dem Scheiß, wenn die sich die ganze Zeit lustig bei ihm machen, dann ist es vielleicht an der Zeit, neue zu finden, ne? Oder zu gehen. Ja, weil sobald sich einer verändert, so, dann sehen viele darin, was sie selber nicht schaffen können. Und das macht sie so neidisch.
das macht Leute so neidisch. Einfach, auch wenn die das, auch wenn man das nicht zugeben will. So. Wenn man neidisch auf einen ist. Ich bin auch neidisch auf viele Leute, ne, aber ich bin trotzdem nie respektlos denen gegenüber. Dann sagst du, ja, das schaffst du eh nicht. Dann gibt es ja viele so, die sagen, ja, du hältst das 4 Wochen durch und dann machst du, bist du sowieso wieder der Alte und so. Bei vielen ist das so. Aber trotzdem, man darf sich niemals so unterkriegen lassen. Also man muss schon viel Willen haben, so das durchzuziehen. Ja. Ja, it all comes down to you controlling your environment, was ich vorhin gesagt habe. Es kommt darauf an, wie sehr man es will. Und es wird immer irgendwas kommen, das außerplanmäßig ist. Und es kommt dann darauf an, richtig darauf vorbereitet zu sein, auch auf so Überraschungen. Und es geht darum, dass man nicht von seiner Umwelt kontrolliert wird oder von der Umgebung, sondern dass man versucht, es selber so gut wie möglich zu kontrollieren. Wie ich gesagt habe, zum Beispiel, wenn wir auf dem Dienstplan Laufen stehen hatten, aber ich an dem Tag eigentlich gar kein Laufen hatte, sondern Gewichttraining, da habe ich halt alles so angepasst. Auch mit der Ernährung. Wenn ich wusste, ja, okay, wir gehen heute Abend, wir haben hier Hörsaalabend, Scheiße, was soll ich da essen, ey? Da gibt es hier nur Fisch und so. Aber heute hat die eigentlich High-Carb-Tag. Ja, Scheiße. Und der Fisch ist auch noch Lachs, ey, da ist voll viel Fett drin, ja, das kann ich heute nicht essen. Was mache ich jetzt? Ja, okay, da muss ich halt umstellen. Dann mache ich halt den High-Carb-Tag einen Tag vorher oder einen Tag danach. Oder ich esse an dem Tag halt nur 2 Mahlzeiten, weil ich weiß ja nicht, was da noch alles drin ist, so. Und danach kann ich ja immer noch Proteinshakes trinken, um auf meine Makros so zu kommen. So, man muss sich immer gut darauf vorbereiten. Ja, oder ich lasse halt den Reis weg, wenn ich den Fisch esse. Oder ich lasse halt irgendwas davon weg, obwohl das dann schade ist, wenn man 30 Euro für ein Essen ausgibt und dann die Hälfte nicht isst und dann immer noch Hunger hat. Also ich habe nie was weggelassen, ich habe es immer aufgegessen. Und es hat nicht geschadet. Naja. Okay, wie habe ich es gemacht? Ich war ja in Dresden die ganze Zeit. Wo ich angefangen habe. Ich war 12 Wochen in Dresden. Die ersten 2 Wochen habe ich so als Probe gemacht. Da habe ich immer noch so gegessen wie vorher, ne? Da habe ich halt nur geguckt, wie kann ich das alles planen? Wie kann ich hier kochen? Da bin ich immer einkaufen gegangen. Ja, was könnte ich gerade kaufen? Wie viel Zeit habe ich so? Ich brauchte diese 2 Wochen auch. Dann bin ich nach Hause gefahren nach den 2 Wochen. Die ersten 2 Wochen, die ich da war, da habe ich mich natürlich wieder voll gefressen. Ne? Hier so 1 Liter Cremissimo, so dann hier Käse. Was weiß ich, Kuchen gab's, seine Mutter hat hier noch Reis gemacht, hier türkisch Köfte, Imam Bayıldı, und dann sind wir noch irgendwo essen gegangen und so. Ich habe mir richtig voll geballert, ne, nochmal, bevor die Diät losgeht, aber das würde ich nie empfehlen, vorher sich nochmal richtig voll zu fressen. Dann habe ich das Foto gemacht, aber ich sah vorher auch schon so aus, weil ich mich immer voll gefressen habe, wie so ein Vollidiot, ne. Und dann habe ich 10 Wochen lang habe ich mich von zu Hause sozusagen getrennt. Ich brauchte diese räumliche Trennung. Ich brauchte das einfach. Ich habe dann 10 Wochen lang habe ich die Diät gemacht, ne? Und dann habe ich das Foto gemacht. Und dann nach den 10 Wochen bin ich das erste Mal wieder nach Hause gekommen. Ja. Und so konnte ich dann halt mein Ziel erfüllen. So, ich hatte dann noch ein Ziel. Ich wollte so, ja, ich wollte dann wieder nach Hause kommen. Und dann wollte ich so ein bisschen Styler machen. Also ja, ich habe ein bisschen Gewicht verloren. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so durchgezogen hätte. Ich dachte immer so, ey, irgendwann schaffe ich es eh nicht vielleicht. Ich hatte viel Selbstzweifel so, aber das hat sich dann gelegt irgendwann. Irgendwann habe ich richtig an mich geglaubt so. Ich glaube immer noch an mich. Das hat mich voll stark gemacht. Und ich habe keinen Rückfall hier. Ich bin ja zu Hause jetzt wieder seit einiger Zeit. Seit einer Woche. Ich bin voll stolz. Ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses süße Zeug und so. Ich mache mir immer noch hier meine Gemüsesuppen. Ich mache mir immer noch mein eigenes Essen, auch wenn alle so ein bisschen. Meine Mutter sagt zum Beispiel so, hey, wieso isst du mein Essen nicht? So, sie fühlt sich da ein bisschen beleidigt, so, aber das ist ja immer, ja, geht nicht, ja. Das steht so, das habe ich mir so als Ziel gesetzt, dass ich jetzt hier, ich meine ja noch ein bisschen weit, ich habe noch ein bisschen andere Ziele. Mein Ziel war ja nicht unbedingt jetzt übertrieben abzunehmen oder so, sondern es ging mir auch viel so um Leistungssteigerung, so, dass ich mir eine Leistung steige. Und ich habe mich total beschissen gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Ich wohne ja hier. Ich wog, also ich wog weit über 90, ne? Also fast schon 100. Mittlerweile wiege ich 78 bis 80 so. Manchmal, ja, 78 bis 80 ist so mein Gewicht. Ich hatte angefangen so bei, ja. Also bevor ich mich vollgefressen hatte, das war eine wog ich 96 so, ne? Und da, wo ich wiederkam, wog ich 76 morgens.
letztens beim Arzt hier ziemlich gewogen, so mitten am Tag wog ich 78 so. Ja, was war das? Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Den Faden verloren. Hier steht nach Hause und fressen, Binge-Eating. Ja, ich muss schon sagen, bei mir, das war schon ein bisschen krankhaft, so wenn ich zu Hause war immer, bevor ich die Diät hier durchgezogen habe, da war ich richtiger Binge-Eater. So. Ich war schon voll gefressen, aber ich habe immer noch weiter gegessen. So viel, bis ich, nicht bis ich übervoll war, sondern bis ich mich selbst gehasst habe. So viel habe ich gegessen. Ich habe mich richtig selbst gehasst, weil morgens bin ich aufgewacht, ich hatte schon Sodbrennen. Hier war noch die Schokocreme. So. Das Eis, so viel Eis gegessen und dann pissen gegangen, da hat die Pisse schon nach Zucker gerochen. Ne? Boah, das war echt nicht gut. Ey. Und ich habe das nur gemacht, damit ich was so im Mund habe. So. Ich weiß nicht, das war schon richtig krass Binge-Eating. So. Aber ich habe vorher auch schon, ich habe fast genauso trainiert wie jetzt. So, ne? Aber ich habe halt nie so sehr auf die Ernährung geachtet, sondern ich hab mir durch diese Fressattacken habe ich mir vieles kaputt gemacht. So. Und da sieht man mal, wie ich vorher schon trainiert habe. Also ich habe nicht erst seit 10 Wochen angefangen zu trainieren, so. Ich habe schon vorher eine Weile trainiert. Halt genauso. Okay, nicht ganz genauso. Ich habe ein paar neue Sachen gelernt und so. Aber im Großen und Ganzen habe ich nicht viel anders trainiert als vorher. Auch von der Menge her. Also ich habe vorher auch morgens trainiert. Auch wenn hier das Essen war, dann habe ich trotzdem auf Bude so ein bisschen hier in diesem Zimmer hier. Wenn man guckt, ich habe hier nicht viel Platz. Hier habe ich auch trainiert. Also Liegestütz, Burpees, sowas, was auch so als Metcon gilt. Ja, wie gesagt, ich brauchte diese räumliche Trennung. Motivation, ja, ich mache kurz Pause, ich muss auf Klo. Okay. So, wo war ich? Genau, Motivation. Also jetzt, ich habe hier so ein, was habe ich mir aufgeschrieben hier? Mein Text, den habe ich hier auf dem Netbook, muss ich kurz suchen. Und was ich vorher noch sagen will, ist, ich hatte dieses Wissen darüber, wie man das macht, mit der Ernährung und so und dem Training. Ich hatte das schon vorher die ganze Zeit. Ich hatte auch ein paar Anläufe, wo ich das versucht habe. Aber ich hatte nie so die Disziplin, das wirklich durchzuziehen. Ich hatte auch mal hier so eine 4 Wochen Shake-Diät gemacht. Oh, Scheiße, ich hatte so eine 4 Wochen, wo man nur Shakes gegessen hat, ne? Also getrunken, Proteinshakes und Leinsamen und Lachsölkapseln. So, das war's. Man hat nur so flüssig ernährt, 4 Wochen. Das heißt Velocity-Diät. Einmal die Woche hat man eine feste Mahlzeit. Das waren so Haferflocken mit Blaubeeren oder so. Ne? Das war dann immer so die Samstagsmahlzeit. Aber das hat mich richtig kaputt gemacht. Ne? Eier und Zucker nachtreten, Maltodextrin. Ich habe das 4 Wochen durchgezogen. Das war so das längste an Diät, was ich davor gemacht habe. Es hat was gebracht. Ne? Das war auch schon so 2, 3 oder 4 Kilo pro Woche. Also das ging mir recht fix. Aber das war voll die Quälerei, also das hätte nicht sein müssen. Ich habe auch richtig gehungert da. Obwohl die Leinsamen und Ballaststofftabletten, die man da sich reinballern sollte, musste, wie auch immer, die haben mich schon gut gefüllt. So. Aber man geht halt nie groß auf Toilette, ne? Wenn man das macht, wenn man sich nur flüssig ernährt. Und wenn, dann kommt auch nicht viel raus. Ups, Entschuldigung. Ich suche gerade noch den Text hier, den ich hoffe, so. Scheiße. Ah, da. So, ich werde das jetzt einfach mal vorlesen. Ist auf Englisch. Ne? Also, wie gesagt, am Anfang, also so ein paar Sachen geklaut, ein paar Sachen von mir selbst geschrieben, so. Hat schon ein bisschen was Poetisches. Yeah, the onus of responsibility is on you. There's no one else to blame, there's no one else to look to expect that they'll pull up the slack. This is your game. Jetzt so nach. We want to step back, we want to allow you space to allow you to do what you want.
But the funny thing is that when that does occur, oh my God, what happens? The spotlight is on you. Damit ist gemeint, ja, wenn man immer sagt so, ja, wir wollen, wir, deine Freunde zum Beispiel, die gehen jetzt zurück, die sagen so, ja, ja, wir werden ein bisschen Abstand halten, damit du das erreichen kannst, was du willst, ne? Wir werden dich nicht nerven und so, ne? Oder wenn man irgendeine Verantwortung hat, irgendeine, wo man zum Beispiel irgendwie arbeiten muss von 8 bis 18 Uhr und sagst so, ja, aber ich will immer 8 Uhr morgens trainieren, dann sagen die halt so, ja, okay, wir können uns anpassen und so, ne? Wir gehen, du musst dann nur noch von 10 bis 18 Uhr arbeiten oder sowas. Das erwarten die Leute so. Und das Ding ist so, wenn das dann passiert, wenn die Leute einem dann helfen und wenn man diese Verantwortung nicht mehr hat, was passiert dann? Ne? Ja, wird man dann auf einmal, nur weil die Verantwortung weg ist, wird man dann auf einmal seine Ziele erreichen oder nicht? Ne? Dann ist die ganzen Augen sind dann auf einen selbst gerichtet, ob man das dann auch wirklich schafft. Ne? Ich hoffe, ich habe das so versucht, ein bisschen erklärt. Also ich sage das nochmal. Also, you want to step back, you want to allow your space to allow to you to do what you want. Yeah, but the funny thing is that when that does occur, oh my God, what happens? The spotlight is on you. You mean I can't blame you for not being in my way? So if I don't succeed, I can't blame anyone except myself. Yeah, we can look to any number of things. Oh, I would have done that, but I have this responsibility. Oh, I would have done that, but I didn't want to. Oh, I would have done that. I would have done that, but somebody told me not to. Yeah, and what happens when those things do step out of the way? Because in life, it's always up to you. It's always up to you. Tremendous power that just rests in your head. Always. Whether you're a king or a slave. Ja, und dann zur Diät, da hat er ein bisschen was zur Diät gelabert, wie man sich so auf Diät fühlt. And right now I feel like you end up doing a whole lot of soul searching and I realize why. Because there's a lot of times where it's just you. When you're involved in your cardio or in the middle of your training, it's just you. There's no one else there but you. Yeah, there may have been some things around that are going on around you, but at the end of the day, it's you. So if you're training 2 or 3 times a day, your training partner or whoever has been delegated to meet with you to train and everything, as much as they want to be there to support you, the reality is this is your journey, your dream, your quest. They're only gonna be there for maybe 1 training session. So if you are training 2 or 3 times a day, 4 times a day, a lot of that you are doing on your own. Yeah, those next few weeks are filled with a lot of self-analysis and work. And work even when you don't feel like you quite got it. When you're questioning and troubleshooting and still don't feel like you've quite arrived at the right answer. Should I do 3 of these or is it 6? Is it 45 minutes or 1 hour? Hey, I feel this way. Do I need to stop? No, you know, I know I feel this way, but I need to continue. Is it healthier for me to stop? No, I got this. Let me push it. I know I said I was only gonna have this many grams of carbs. Is that lightheadedness, or is it just that I really want more carbs? Should I take an extra 2 grams of protein? Does it really matter? I have 2 meals with me. Ah, you know, I can eat out for the next meals. No, you cook every meal. You prepare for all day. Your steps do not happen randomly by chance. You plan. But what about if this comes up? You don't get caught off guard. Proper preparation prevents poor performance. It's your responsibility to plan, to prepare. This is your dream. Yeah, making that decision now to eat that cake or that pie or something that is in any way gonna deviate from what you've been working toward. For you, it's catastrophic. It's not even just falling short of your goal, it's self-destructive. The trick is to say I can be whatever I say I want to be, but the trick is not to just say it with my mouth, but recognize that I need to say it with my thoughts. And by saying it with my thoughts govern my actions.
And my actions become the work which will produce the desired end result. Jetzt noch ein paar irgendwelche Zitate. Creation begins with the mind. Thoughts become words, which become actions, which is the work that brings us ever nearer to our goals. Nothing works unless you do. It all comes down to you controlling your environment. Jetzt noch ein paar Diät-Tipps. Eat to meet long-term goals, not short-term satisfaction. Sustainable weight, fat loss, is a complete lifestyle change, not a 12-week eating plan. Some people quit due to slow progress, never grasping the fact that slow progress is progress. Try to create a physique that pleases everyone and expect failure. Create a physique that pleases you, and you're winning every single day. The possession of anything begins in the mind. So, das waren ein paar Sachen aus meinen Motivationstexten. Ja, wie gesagt, kann man mal so zergehen lassen. Und jetzt zum letzten Punkt, persönliche Betreuung. Also was ich eigentlich von Anfang an hätte sagen können, ist, es bringt euch gar nichts, wenn ich meine Pläne euch gebe. Weil jeder wird anders darauf reagieren. Und jeder hat auch andere Ziele. So, wenn ich einen Plan gebe, und da steht so 5x5, 140 Kilogramm Kniebeuge, danach direkt 1,20 Meter Boxjumps oder sowas, ne, dann, wenn die Person das gar nicht schafft, ne, wie soll er das dann machen? Ne? Ja, dann wird er sich fragen, ja, welches Gewicht muss ich überhaupt nehmen? Ja, war das überhaupt anstrengend für ihn? Was war das für ein Tag? Der hat dann 1000 Fragen im Kopf, nur weil es auf dem scheiß Plan steht. Und ich habe am Anfang schon gesagt, der Mensch ist keine Maschine, so. Man muss das selber wissen. Oder muss halt einen Betreuer haben, der das vor allem halt macht. Ja. Auch das ganze Essen, was sie gegessen, ihr habt nicht so viel gewogen wie ich. Ihr habt vielleicht nicht so viel Sport gemacht wie ich. Oder vielleicht macht ihr mehr, vielleicht weniger. Vielleicht habt ihr noch irgendeine Sportart, vielleicht spielt ihr Volleyball oder Fußball. Und ihr habt Training zweimal die Woche, ihr wollt das nicht vernachlässigen. Aber auf euer Plan steht heute, ja, du hast heute Brust. Ne? Du kannst heute nicht laufen gehen, das ist erst morgen. Ne? Passiert. Und dann, man muss halt selber einen Weg finden. So, und wenn ich meine Pläne, ich kann das natürlich machen jetzt, aber dann werden die Leute 1000 Fragen haben, noch mehr als jetzt schon. Da kriegen noch mehr Nachrichten. Ja, wie ist das eigentlich gemeint? Was sind Squat Cleans? Was sind Clean and Press? Was sind Clean and Jerk? Was sind Snatches? So? Was ist Muscle Up? Was ist eigentlich Diet? Was ist eigentlich dies? Was ist das? Kann ich das auch so machen? Kann ich heute mehr Protein essen oder ist es weniger? Ah, was ist, wenn ich Mittwoch den High-Carb-Tag mache? Ich habe auch keinen Bock auf Carb-Cycling. Ich mache lieber hier Low-Fat die ganze Zeit. Oder ich mache High-Fat, High-Protein. Oder ich mache hier nur Kohlenhydrate-Ernährung. Oder was weiß ich für ein Quatsch. Ne? Jeder hat andere Vorlieben. Und es ist schwierig, dann sich auf einmal komplett nach einer anderen Person zu richten. Weil ja, wer in die Fußstapfen von anderen tritt, ne, der hinterlässt selber keine Spuren. So. Und ja, kein Plan, ja. Es ist auch wichtig, so die, was habe ich eigentlich schon, Ausgangssituation, so. Hat er überhaupt dieselben Voraussetzungen wie ich? Ich trainiere schon relativ lange, würde ich sagen, und andere Leute haben vielleicht noch gar nicht vorher trainiert oder sind noch nie in Kraftraum gegangen oder haben noch nie Seilspringen gemacht. So, die können niemals das machen, was ich gemacht habe. Wie fit ist die Person, ne? Also körperliche Fitness. Wie schwer? Wie viel will er abnehmen? Was ist sein Ziel? Was ist so der Status quo? Wie sieht er jetzt im Moment aus? Wie fit ist er? Was hat er früher gemacht? Was will er machen? Worauf will er nicht verzichten? Womit hat er Schwierigkeiten? Will er aufbauen? Will er abbauen? Was ist das Ziel? Wie viel Zeit hat er? In welcher Zeit will er sein Ziel schaffen? So, Ultimatum ist nie gut. Übrigens, das
demotiviert einmal. Was für Sportarten macht er? Wie hat er seine Prioritäten gesetzt? Wie wichtig ist ihm seine Zielerfüllung so? Wie sieht es aus mit Stress und Alltag? Wie viel Geld hat er überhaupt? Kann er sich das alles überhaupt leisten? Ist er in Fitnessstudio angemeldet? Was hat er für Möglichkeiten? Vielleicht hat er zu Hause nur so eine Handelsscheibe. So wie ich hier. Training ist von Montag bis Sonntag. Danke nochmal, ne? Hier wohnen. Ja? Efendim! Egal. Ja. Wenn einer so persönliche Betreuung von mir will, weil er denkt so, boah, der ist ja voller Experte, so, ne? Vielleicht bin ich auch einer, wer weiß. Wenn er das wirklich ernst meint, ne, dann geht das nur über persönliche Betreuung so. Das kann ich auch gerne machen. Würde ich gerne machen, aber es sind einfach viel zu viele, die mir geschrieben haben. Und ich weiß auch nicht, ob jeder nur den Plan sehen wollte, wie ich es gemacht habe. Oder ob er genau den Plan befolgen will. Vielleicht will er ja wirklich was erreichen, so, aber hat keine Ahnung wie. Dann kann ich helfen. Aber das kostet Zeit, ne? Also. Und Zeit ist mit. Ja, ich sag's jetzt, Zeit ist mit Kosten verbunden. Schön, das dauert halt, bis ich so die Pläne. Weil ich muss mir genau angucken, wo ist der, wie fit ist der, da muss ich mir die ganze Zeit überlegen, so, ja, was kann er machen, was hat er für Möglichkeiten, was kann er kochen und so. Kann er überhaupt kochen? Kann, oder worauf hat er Bock? So, ja, wenn er Pech hat, dann ist er vielleicht laktoseintolerant, ja, dann können die ganzen Magerquarken können wir vergessen, dann muss er die ganze Zeit hier Soja trinken oder so. Vielleicht hat er aber keinen Bock, Soja zu trinken, oder er ist Vegetarier zum Beispiel, er kann hier. Oder er ist Veganer, okay, da kann ich vielleicht nicht so gut helfen, aber. Ja. Ich brauche dann halt so, ich muss halt so ein Gespräch mit dem machen, erstmal so über Skype oder sowas, ne? Wenn ihr das unbedingt wollt. Auch Frau oder Mann, ist mir egal, ne? Und dann muss ich das so analysieren. So den Lebensstil, ne? Ja, wer Interesse daran hat, ne? Der kann mir Facebook-Nachricht schicken, dann können wir darüber. Also ich sag jetzt nicht so, ja, ich will jetzt hier 400 Euro die Stunde, ne? Aber man kann ja darüber reden. Also ich werde jetzt nicht verlangen, jetzt übertrieben Geld dafür zu kriegen, so Personal Trainer mäßig, weil über Internet so eine Betreuung, das ist ja auch. Also muss jeder selber wissen. Also wenn jemand Interesse daran hat, Facebook-Nachricht. Okay. Und das mit Betreuen und so, das ist mir nur jetzt in den letzten Tagen in den Sinn gekommen. Also ich hatte nie das Ziel, ich hatte nie das Ziel so, was ist das jetzt schon? Ich hatte nicht das Ziel so, ja, ich zeig's jetzt allen und dann werde ich hier richtig reich damit. Nee, also ich mache das eigentlich nur, weil bald werde ich entlassen, ne? Und studiere dann, ne, zivil. Bin dann als Reservist, ich habe schon eine Stelle, ich bin Feldjägeroffizier ab Dezember. Hörsaalleiter. ja, wo war ich gerade? Ja, ich will dann studieren, da verdient man halt nicht so viel Geld. Ne? Und dann, wenn ich halt mal Zeit habe, so wöchentlich, kann man dann so schon was organisieren. So. Ne? Ja, wie gesagt, schreib einfach Facebook-Nachricht oder WhatsApp oder SMS, ne? Wer Interesse daran hat und wer das wirklich ernst meint, ne? Also ich werde hier keinen betreuen, so der das nicht wirklich ernst meint. Der sagt so, ja, gib mir mal deine Trainings- und Ernährungspläne, ne? Und dann geht's hier ab. Ich kann die trotzdem veröffentlichen, ne? Wenn das. Ja. Also wenn genug Feedback da ist, dann werde ich meine eigenen Sachen veröffentlichen, ne? Ich habe mir die alle aufgeschrieben, aber das sind sowieso für die meisten das Hieroglyphen. Ne? Also ich werde daran auch nichts ändern. Ne? Ich werde da nicht alles erklären. Ich werde einfach nur die Sachen hochladen. Also Rezepte und so habe ich noch. So Bilder von dem, was sie gekocht hat. Wöchentlich Fotos von mir selbst, aber die habe ich nicht. Nur gegen Bezahlung. Ja. Nein, Spaß. Die sind privat. Okay. Wo war ich jetzt? Mutti kam rein. Mutti, Mutti. Ja, wie gesagt, Facebook-Nachricht, was ihr wollt. Alles klar.
Oder hier Comment darunter. Egal. Macht's gut, ne? Ich höre nochmal Grüße an Felix. Wohnen, ne? Hab ich noch irgendwie vergessen? Sorry, wenn ich euch vergessen habe. An alle meine Freunde. Und alle, die mich unterstützt haben. Danke an alle. Heide Meide.